Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. So, wer Hallo. Cool ist, gibt dem ganzen Video einen Daumen in Richtung des Sonnenaufgangs. Was? Nicht auf der anderen Seite der Erde, unseren Sonnenaufgang, also nach oben. Oh Gott. Umständlicher geht's nicht, ne? Ja, eben. Bei uns schwebt eine Kerze im Raum. So, wir gehen jetzt einmal Jasmin hinterher eifern, denn ich will zu Bobs Café. Ich brauche Motoren und XP. Und bei der Gelegenheit könnten wir noch den einen oder anderen Baum mitnehmen. Ich habe ja ein bisschen Holz gebraten. Hinter diesen Hügeln ist so viel unter Eisen, drunter Eisen. Unter den Hügeln. Ja, ja, da ist erst Lehmboden und dann kommt Metall. Oh, ich bin ja infiziert. Ich habe ja keine Ausdauer. Ich hätte auch einen Kaffee trinken können. So. Was macht denn die Axt? 84, 100. 104 Damage. Mit Mod. Ich denke, ich werde umschwenken. Mit meiner Axt. Ja, krass, ey, wie viel Eisen hier ist. Ja, schön viel. Ich muss die mal reparieren und muss die Mod hier raufpacken. Vielleicht finde ich ja noch irgendwie Honig im Baum. Wäre halt geil, ne? Wegen meiner Infektion. Ich bin 39% infiziert. Ich 81. Ich habe Tannenzapfen gefunden. Ich habe halt geile Sachen dabei, die ich auf keinen Fall verlieren will. Hab aber nur einen Schlagknüppel mit. Risky Business, ne? Aber ich brauche Motoren. Warum hast du nur so wenig mit? An Waffen? Ja. Weil ich die Munition für den Blutmond aufsparen will. Aber ich hätte gern noch Pfeilbogen mitgenommen. Bogen habe ich, aber ich habe keine Pfeile. Doch, ich habe 3 Pfeile. Oh. Aufgestellt wie Rambo. Das ist der Coupé, aber den kann man nur looten. Ne? Den will ich da nicht abbauen. Aber einen kleinen Brillig reinwerfen. Geil. Sehe ich gar nicht, dass unter diesen ganzen Hügeln so viel ist. Naja, du kannst hier richtig... Oh, geil. Du kannst hier richtig gut abbauen. Wenn du buddelst. Warte mal, ich würde gerne nach hier. Ich wusste nur nicht, dass da drunter noch das ist. Ah, du bist halt mitten im Nirgendwo. Sonst wäre ich dich mal besuchen gekommen. Warte mal, was stand denn da eben? Ach so. Chrysanthem, Samen. So ein alter maroder Baum. Könnte da Honig drin sein? Keine Ahnung. Bei mir war da keiner drin. Bei mir auch nicht. Aber einen Tannenzapfen habe ich bekommen. Hier ist ganz viel Eisen. Was ich gerade frei mache. Heavy Metal. Hier ist noch eine Hütte. Ich glaube, in der war ich noch gar nicht. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob meine Wegmarkierung der Ort ist, wo ich hin wollte. Man auch durchsuchen. Oh, Kleber. Ah, ich glaube doch, hier war ich doch schon.
In der Bruchbude. Nimm mal die XP mit. Ja. So, einmal zum großen Platz. Ach, das ist das Autokino gewesen, glaube ich, ne? Waren da Autos noch? Weiß ich nicht. Ich hätte mal erst zum Klamottenladen gehen sollen. Wieder kein Honig aus dem Baum stumpfen. Oh, ein Vogelnest. Ich tu da mal reingucken. Oh. 8 Federn. Ah. War es das schon? Wasserstoß. Sein. Ja, dann bin ich durchgegangen wie so ein richtiger Killer. Krass harter Typ. Extrem, Bruder. Ich mach hier gerade den richtigen... Babo-Shit. Den Eisenberg mache ich frei. Damit man den sieht. Komm her hier. Komm. So, ich habe hier noch einen Vogel gehört. Vogel kommt. Vogel geht. Nächster, wählen sie dich. Schreit er mich da an. So, jetzt haben wir hier noch ein Auto. Ist das auch zum Durchforsten? Ah, das gibt's doch nicht. Pfeilspitze aus Eisen. Ah, wo könnte ich denn noch so eine Automotoren her... diese roten Motoren herkriegen? Ich glaube nur aus Autos, ne? Weiß ich nicht, echt? Sagt sie. Wer, ich? Ne, sie. Achso. Das waren ihre letzten Worte. Hat Fanny drin? Ja. Man hört's ja. Mhm. Ist das nicht toll, dass man eine gesprächige Katze hat? Ah, die will mitreden. Immer. Ja. Der ist auch zum Durchsuchen. Gibt es hier noch Ecken, wo ich nicht war in der Ecke? Ja, wenn ich Straße folge, nicht? Dann werde ich das mal tun. Fisch. Hier steht noch so eine Straßenlaterne. Meinst du, man kann die auch abbauen? Bestimmt, ne? So im Großen und Ganzen kannst du hier ja eigentlich alles abbauen. Alles abbauen, ja. Ich versuch mal mein Glück. Vergiss es. Da gibt's auch nur ein bisschen Eisen draußen. Ja, nee, das lohnt nicht. Das lohnt nicht, mein Freund. Ach, hier komme ich zum Brandgebiet, ja. Viel Spaß. Ja, nee, da wollte ich jetzt eigentlich nicht wieder hin. Ja, ich gehe ja genau drauf zu. Na, ich suche eigentlich große Häuser mit groß viel Autofläche. Groß viel Autofläche. Groß viel Autofläche im Parkplatz. Ach ja.
Wieder kein Honig. Ich bekomme hier auch nichts geschenkt. Aber es ist schön idyllisch, hier mal ein bisschen spazieren zu gehen, sich die Gegend anzugucken. Ja. Da ist noch Eisen. Boah, jetzt geht mir die Katze aber auf den Zwöhn. Dann brat mir doch einer einen Storch, Mensch. Und manchmal, die ist auch so komisch. Dann will die rein, dann lässt sie sie rein. Dann will die wieder raus, ja. Dann lässt sie raus. Dann lässt sie wieder rein, ey. Wohin auch? Also sie steht vor der Tür, miaut. Ich lass sie rein, sie kommt rein, guckt mich an, miaut und geht wieder raus. Ja. Richtig doof, ey. Hier ist richtig viel zum Abbauen, ey. So, da bin ich wieder. Hab hier ist so viel zum Abbauen. Hier ist so viel zum Abbauen, ey. Bei mir gab es heute Chinesisch. Ich habe die Katze gegessen. Bin ich viel dran da? Nee. Tatsächlich ist Katze ja, wenn du es so nimmst, nicht anders wie Karnickel, ne? Du hast weder mehr dran als beim Karnickel. Und vom Fleisch her könnte ich mir vorstellen. Na gut, Katze. Katze ist ein Raubtier. Vielleicht schmeckt das Fleisch denn doch anders als beim Kaninchen, was sich ja vegetarisch ernährt. Ich will mir da gar keine Gedanken drüber machen. Wir sollten es ausprobieren. Nein. Wir haben noch zwei. Wir essen einfach die, die die ganze Zeit quakt. Die scheint eh unzufrieden zu sein. Ja, irgendwas stimmt mit der zurzeit nicht, ey. Wie Zeit das sauer ist. Hier ist ein Kinderspielplatz, Jasmin. Und ein mega hübsches Haus in Pink. Sweet. Geil. Oh, jedes Auto kann ich hier durchsuchen. Wird das Haus ja auch durchsuchen, aber ich bin auf der Suche nach Autos. Eigentlich. Eigentlich. Andererseits, wenn ich schon mal hier bin. Das habe ich gebusst. Ihr Schlawiner. Das war ein Hinterhalt. Ihr habt auf mich gewartet. Oh, ein Haufen Munition. Mit 9 Schrotflintenpatronen und 8 Eisenpfeilen. Gammelfleisch. Geil. Hier ist noch ein bisschen Müll. Und ein Big Bag. Und Zement. Wir haben so viel Zement, aber wir haben keinen Beton. Oh, kann ich einen Betonmischer bauen? Aber den habe ich jetzt nicht. Nee, eigentlich schon, oder? In den Raum habe ich den jetzt gar nicht mit eingeplant. Beton. Mischer. Zementmischer heißt der. Aber ich kann ihn bauen. Aber ich brauche dafür auch wieder so einen roten Motor. Das heißt, weiter auf der Suche nach roten Motoren. Vielleicht baue ich hier ein Auto ab. So ein Loot-Auto. Da geht ja nicht anders anscheinend, ne? Ja, ich finde halt keine anderen Autos zurzeit. Ja, wir müssen auch mal weiter weg, ey. Ich bin relativ weit weg.
Retro-Kühlschrank. Hier ist sogar ein rosa Bücherregal. Also, pink-lila so. Ein leeres Glas. Eine leere Dose. Noch eine leere Dose. Ich kriege immer Paranoia, wenn ich hier die Zombies höre und ich weiß, dass die auf mich aufmerksam geworden sind, denke ich immer, die stehen gerade hinter mir. Hm. Jetzt müsste sie aber kommen. Immer noch nicht? Die hat doch zwei Sachen gerade kaputt gemacht. Achso. Du bist ja doof. Hier ist doch die Tür auf. Jetzt aber nicht sehr einfallsreich hier, ne? Kann man hier noch reingucken? Oh, geil. Eisenhandschuhe Stufe 2. Na gut. Die Tür ist verriegelt. Die hier ist open. Oh Gott. Oh. Habe ich mich erschrocken. Level ab. Oh, die Hausaufgaben haben sie total fertig gemacht. Oh. Schon ein Level auf hier stehen. Schon wieder? Ich hab einen Kochtopf. Ah, was geil wäre, wenn ich jetzt für diesen Erdbohrer den Bauplan finden würde. Ja, das wäre cool. Den würde ich nehmen. Den Bauplan oder den Erdbohrer? Beides. Ah, ich habe ein bisschen Besuch. Ja. Ja. Oh. Bob? Warst du nicht unten und hast dich schlafen gelegt? Ich helfe dir ein Nickerchen zu machen. Bob. Ist aber der verwinkelt hier. Oh, Taschenlampe sagt, ich soll da reingucken. Taschenlampe sagt das? Ja, die Taschenlampe hat gesagt, ich soll da reingucken in die Tür. Mhm, hatte gar nicht. Doch. Mhm. Und ganz viele Pflastersteine habe ich hier. Boah. Gut. Ausdauer. Hm? Wer will hier noch Ärger, ne? Da gibt's aber so was von Sengen, oder? Kriegt da einer auf die Nuss, kriegt er da. Da kreist hier der Hammer. Die Nuss. Tor oder was? Hier kreist. Hm? Tor oder was? Kreist hier der Hammer? Ja, ich bin Tor. Gott des Donners. Laborausrüstung. Ein Glas Honig. Ist ja nicht mal weit weg von mir. Ja, aber ich bin schon 43% investiert. Infiziert. Also gehe ich davon aus, dass ich mir das 85. Glas... Ja, mir wird das Glas Honig, glaube ich, auch nicht mehr helfen. Wir müssten mal Arzt oder so lernen. Ich glaube, dann kannst du die Antibiotika herstellen. Ja. Kannst du ja lernen. Hm. Wenn wir es haben. Ne, kannst du leveln, meine ich. Ja, ich weiß. Versuche ich ja schon. Ach so, bist schon bei. Das wäre auf jeden Fall praktisch. Naja. Die Tür ist zu. Schmerzmittel. Ah, Antibiotika sind grün, ne? Mhm. Mm. War die Tür?
Tür hier die ganze Zeit auf? Sachen gibt's. Jo, ich bin aber weiter auf die Suche nach einem Auto. Die endlose Suche nach einem Auto. Oh, ich hab... Wann hab ich denn das gekriegt? 44er Magnum-Munition. Beim Buddeln? Mhm. Weiß ich nicht. Warst du looten? Er hat mich eben gerade Also hast du zwischendurch... Nein. Looten? Nein. Das ist ja nur... Ich habe ja auch vorhin... Ich habe vorhin ja ein Big Dings Bums hier, diesen gelben Dings gekriegt von den Zombie, aber waren nur drei Sachen drin. Und da war ja nur das Essen, diese Helmmod und der Messing Dings. Hm. Ist ja lustig. Habe ich das jetzt vom Buddeln gekriegt oder was? Ich sehe nicht. Gar nicht. Warum nicht? Weil ich nicht weiß. Hm. Gut, mit der Antwort kann ich leben. Oh. Ey, lass mein Zement in Ruhe. So weit hinten, ey. Der schlägt mein Zement. Ich habe keine Ausdauer. Ja, ja, auch nicht mehr wirklich hier. Ja, das kann sich jetzt nur um Stunden handeln. Ich habe fast 4000 Eisen abgebaut. Oh, krass. Und fast 300 grob Bruchsand. Und fast 1000 Stein. Und fast? Und 1400 Lehm. Oh, nice. Hier kann man richtig gut abbauen, weil hier alles ist. Alice, ist da auch Kohle? Nee, das leider nicht. Schiefer? War Schiefer auch dabei? Schiefer? Hm? Da kannst du Benzin draus machen. Nee, nur das, was ich gerade gesagt habe. Naja, immerhin, ne? Das sieht doch aus wie ein Auto, was ich abbauen kann. Ja, das ist ja alles versteckt. Da ist ja Rasen, Lehm und so drüber und dann kommt da drunter Metall und so. Also Eisen. Eisen. Guck mal hier, mein Freund. Du schaust so irrlos durch die Gegend. Kann ich dir helfen? Freund? Freund? Er ist eingeschlafen. Ich scheine echt langweilig zu sein, Jasmin. Ja, siehste. Schande über mich und mein Haupt. Habe ich Federn? Jetzt schon. Federn. Ich glaube, ich gehe gleich erstmal nach Hause, ey. Ach da, 12 Stück, ja. 85% infiziert. Ja, ich bin auch schon vollgepackt mit bunten Sachen, die das Leben schöner machen. Mhm. Wieder kein Motor. Na, hier müsste ich echt mal mit diesem Gerät durchfahren, ey. Mit dem Gerät? Eine Kühlbox umgerührt mit einem Shamway-Sandwich. Ein Sandwich. Oh, crack a book. Okay, erstmal crack ich die Box. Der hat aber lange gehalten, der Hammer. Die Axt. Toll. Ist da noch was drauf? Ein Glück ist morgen Freitag, ey. Friday is my day is... Halt, stopp! Donnerstag ist Casino-Tag.
Kennst du den noch aus dem Radio? Nee. Das ist bestimmt ein geiles Haus hier. Will ich da rein? Das ist bestimmt geiler Loot, ey. Aber eigentlich war ich ja auf der Suche nach was anderem. Aber ich bin eh schon voll. Ja, wenn ich was finde, dann nehme ich es mit, aber sonst... kann ich nicht mitnehmen. Habe ich auch nicht. Kann ich ja für die XP verschwenden. Oh, ich habe sogar noch einen Platz. Wasserbehälter. Trübes Wasser. So. Ein bisschen Zement. Da drüben habe ich Pflastersteine vergessen. Und eine Poppenpilzkiste. Oh, das ist jetzt schlecht. Ich habe Hunger. Habe ich was zu essen? Ich könnte ein Shamway-Sandwich essen. Habe ich davon nicht Durchfall? Ja, 12%. Da konnte man noch irgendwas noch mitmachen mit diesem Sandwich. Ich glaube, die brauchst du für die Antibiotika. So, das muss erstmal reichen zum Looten. Ah, hier sind viele Sachen, die könnte ich abbauen, aber die kann ich nicht abbauen, weil ich voll bin. Das ist eigentlich egal. So wichtig habe ich es jetzt mit dem Haus nicht. Dafür bin ich nicht ausgerüstet. So, alle Türen zu. Auf Wiedersehen. Paris, Athen. Ich könnte aber hier eine Wegmarkierung setzen. Bräuchte ich eigentlich nicht, aber habe ich mal gemacht. Vorsicht, ich muss hier weg. Oh, jetzt versuchen die sich da alle rauszuprügeln. Aber in dem Haus ist ein Tunnel. Ich habe mal eine Wegmarkierung gemacht. Da ist ein Tunnel drinne und da ist, ich glaube, da ist richtig geiler Loot. Also da muss ich auf jeden Fall nochmal hingucken. Überhaupt hier so die Häuser, die hier sind. Ich glaube, ich baue die Autos ab. Die sind so weit weg, als ob ich die loote. Das hat jetzt so ein Ausdauerthema beim Abbauen. Ja. Aber eine Autobatterie habe ich schon mal gekriegt. Das ist gut. Die brauchen wir auch. Jetzt zerlege ich in das Ding hier. Aber kein Motor dabei gewesen. Kein Motor. Motor. Kein Motor. Hört sich an wie so ein mexikanischer Wrestler. Motore. Wieso kriege ich denn Leder aus dem Auto? Achso, die Sitze, ja? Komm schon. Gib mir einen roten Motor. Einen schon mal. Oh, geil. Sieht nicht gut aus. Aber viel Benzin habe ich. Ja. Ja, LED-Scheinwerfer. Und Plastik. Ja gut, ich habe keinen Motor bekommen. Wo wohne ich denn überhaupt? Da. Ich gehe mal querfeldein. Auf der Straße war sowieso kein Auto mehr.
Ja, ich habe jetzt keine Nahrung. Habe ich mein Fahrrad mit? Oh, ich bin so doof. Aber ich komme trotzdem erstmal nach Hause. Aber ich fahre hier nochmal hin. Die Tage. Ja, Tag 26. Wann ist der nächste Blutmond? 28. Ja. Ja. Das geht schon steil. Gott, hab ich mich erschrocken. Du hast so einen am Sender, Kollege. Ich wollte gerade sagen, was hab ich denn jetzt schon wieder gemacht? Du hast mich erschrocken. Ich? Ja, versteckst dich hier hinterm Baum und machst... Hahaha. Das hier schon, das Autokino? Das ist ja echt dicht dran, ne? Cool. Wusste ich gar nicht. Kam mir weiter vor. Ja gut, aber von hier bis nach Hause ist ja auch eine Ecke, ne? Keine Gerade, keine Parallele, keine Parabel, es ist eine Ecke. Aha. Jasmin. Wenn es um Biologie geht, frag mich einfach. Ich kenne mich aus mit Geodreieck. Oh, hier ist noch ein Auto. Das baue ich ab. Scheiß auf Autoloot. Das hat er nicht gesagt. Kommt bestimmt jetzt Shitstorm. Fertig gemacht auf Twitter, Twitch, YouTube. Ja. Flaschenpost. Brieftaube hier. Eine Flugtaube. Motorisierte. Ah, war auch kein Motor drinne. Wo könnte man denn die Motoren noch herkriegen? Ich glaube, das wurde auch schon in den Kommis geschrieben. Oder ging es da um die mechanischen Teile? Boah. Weiß nicht. Da wird immer so viel geschrieben. Also ich finde es schön. Ich finde das auch gut, aber ich kann mir alles merken. Aber ich erinnere mich da nicht dran, wenn ich es brauche gerade. Mental. Ich finde es ja krass, dass manche Leute, wie ich ja jetzt mitgekriegt habe, die zocken ja so, dass der Loot nicht wiederkehrt. Sprich, wenn du was sammeln willst, musst du immer weiter reisen oder selber herstellen, ne? Und dann wahrscheinlich noch mit anderen Gegebenheiten, die wir nicht haben. Ich glaube, ich wäre am Arsch, wenn ich so spielen würde. Aber vielleicht kommt das auch später von alleine, weil du irgendwann verstehst du das Spiel ja richtig, das ne? Ist langweilig. Nee, ich... Ja, das nicht. Ich meine jetzt irgendwann... Ja gut, wenn du weit genug bist, hast du irgendwann keine Herausforderungen her, wahrscheinlich. Aber wenn du... Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, wenn du natürlich das Spiel schon ein paar Mal gezockt hast, bis du so weit warst, dass du keine Herausforderungen mehr hattest, dann weißt du ja auch genau, wie du wo zu leveln hast, damit du gut vorankommst, weißt du? Dann kann ich mir das schon gut vorstellen, dass man so den einen oder anderen Trick kennt, wie das ohne Loot Respawn und so richtig gut funktioniert. Und ich frage mich, ob es auch Leute gibt, die dann so, die quasi nur über die Map wandern, die sich nirgendwo wirklich niederlassen. Ob das geht? Weiß ich nicht. Ob das auch Leute machen und dann ob das auf Dauer geht mit dem Blutmond. Ja, deswegen sage ich, ob das überhaupt geht. Ja, oder ob der denn irgendwann so extrem ist, dass du da die A-Karte hast, die berühmte. Berühmte? Die berühmte A-Karte. Nee, warte mal, ich wollte ja mein Händchen da. Händchen? Ja, oder mein Hähnchen? Ich wollte meine Flosse anklicken. So, ich sortiere hier einmal durch. Ich klicke hier einfach mal so auf und dann sehe ich ja, was weg ist. Erst einmal. Wasser hat er gar nicht einsortiert. Hier ist nichts mehr drin. Also ich möchte behaupten, beim nächsten Blutmond stehen wir gar nicht so schlecht da. Na... Aber abwarten. Munitionstechnisch. Die letzten haben wir gesagt, die überleben wir nicht.
haben immer überlebt und jetzt, wenn man so positiv denkt, ich weiß ja nicht. Naja, aber wir haben insgesamt 621 762er Munition. Wir haben 622 9mm, 187 Magnum, wir haben nur keine Magnum. Und wir haben 666 Schrotflintenmunition. Bis jetzt. So. Batterie. Wo? Die könnte doch auch hier mit rein erstmal, ne? Ach, scheiße. Hast du Schande gesagt? Mhm. War mir doch so, dass ich das gehört habe. So, jetzt noch den Kochtopf loswerden. Da haben wir auch schon 9 Stück von, ne? Habe ich denn die eingesammelt oder habe ich die hier rausgenommen? Nee. Nur 2 Stück von, mache ich eine weg. Ah, hier ist ja noch Benzin in meiner Leiste. Noch irgendwas drin? Nö, das muss repariert werden. Jetzt habe ich die Reparaturkit rausgegeben. Ich hatte eins mit. Oh. Repariert? Ja. Ich bin so doof, ja. Wiederholst dich. Ja, weil ich doof bin. Weiß. Ein Reparaturkittchen brauche ich denn doch nochmal. So, dann mache ich hier nochmal die. Die kann ich einmal verändern. Ah, hier passt nur eine Mod rein. Nehme ich doch den längeren. Die längere Haltbarkeit. Und dann kann die. Eigentlich, ne? So. Ah, hier habe ich auch noch nicht getestet. Und die Mod habe ich jetzt noch über. Das geht nicht. Was wollte ich denn jetzt eben noch machen? Wissen wir nicht, Patrick. Wisst ihr das nicht? Ah ja, Kürbissamen. Kürbis. So. Dann haben wir die Reihe auch voll. Wunderbar, wunderbar. Ah ja. Ich weiß jetzt noch, ich wollte. Da. Ich darf hier lauter singen. Da. Ich habe kein Holz in der Tasche. Ich bin ja schlau. So. So hatten wir jetzt da nicht alles reingeschmissen. Oh, das war gar nicht gesteckt, ne? Das könnte jetzt eine Weile dauern. Ja. So, dann schmilzt das einmal ein. Einmal Samen nur. Brauche ich Lehm?
Ach, kriege ich hier gleich mehr als genug mit. So. Aber ich werde die Pilze jetzt nicht mehr unten anpflanzen. Ich setze die mit aufs Dach. Aufs Dach. Aufs Dach. Mach mal. Und zwar? So. Jetzt baue ich da unten einmal die Beete weg. Die drei. Mit meiner wunderschönen Schaufel. Und dann habe ich drei Beete gut. Die Ausdauer, die macht mir zu schaffen, Jasmin. Mm. Das ist halt kacke, wir sind infiziert und wir können uns nicht heilen. Oh oh. Was denn? Ich jetzt hier wieder raus. Hochbuddeln. Oh. Und hoffen, dass es nicht einstürzt. Oh. Bin rausgekommen noch. Ja, komm, ich wollte erstmal at home. Oh, so. Du, 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 du. So, ich werde jetzt einmal kurz meine Kiste hier einsortieren. Zack. Damit haben wir wieder 5 Pilze. Wie machen wir denn Gemüseeintopf? Mit Mais, Kartoffel, auch Pilze. Schande, wollte ich sagen. Schande. Pilz, Mais, Kartoffel. Mais könnte eigentlich auch langsam hoch. Ja, den haben wir jetzt auch abgebaut. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich habe ihn unten wieder angebaut. Unsere Hütte ist aber schön bewachsen. Die Büsche? Unsere Hütte. Das sieht aus wie so ein riesiger Klotz, ne? Das ist einfach so... Nee. Von der Wald. Also. Hm. Na gut, Jasmin. Unsere Hütte ist sehr bewachsen, habe ich gesagt. Ach, Beba. Und wann ist das passiert? Wenn ich jetzt zu dir gucke, sehe ich die Bäume nicht, wenn ich mich nach links drehe. Naja. So. 90% schon. Geht nicht mehr viel, dann bin ich ein Zombie. Bin mal gespannt, ob du wirklich ein Zombie wirst und ob ich dich denn töten kann. So, oder ob 3741 Leben. Oder ob du einfach nur stirbst. Ein bisschen Holz habe ich gesammelt. Der hier sonst keiner. Ich habe auch Holz gesammelt. Oh, nicht alle. Über. Bei weitem nicht so viel wie du, aber... Hab auch Holz gesammelt gehabt. Boah. Ach nee. Oha. Für Eisen müsstest du auch mal irgendwie eine extra Kiste machen, da ist schon zu viel jetzt. Also sind schon die zweite jetzt anfangen. Ja. Ja gut, wir müssen auch noch ordentlich was einschmelzen oben, ne? Also 6092 haben wir jetzt. Ja, gut, aber wir müssen ja oben an den Schmieden noch was einschmelzen. Ja, aber 6000 haben wir. Nur 50. Wunderbar. Kann ich nochmal 50 Munition machen? Ne, 16 kann ich nur machen.
Woran hapert's? Ach Gott, Schießpulver. Ja, ja. So. Ich sterbe gleich. Ich muss was essen. Es war schön mit dir. Ich esse erstmal was. So, hier haben wir jetzt. Hast du Kürbis eigentlich auch eingepflanzt noch? Ja. Okay. Das habe ich getarnt. In der Tat. Getarnt. In der Tat habe ich das getan. So, Geschossspitze. Ich glaube, ich mache die Öfen hier komplett leer mit das, was geht. Oh, das dauert nur 3 Minuten. So, und dann haben wir nämlich den Blei schon mal leer hier drin. Oh, Jasmin, wir sind schon wieder bei 46 Minuten. Oh, echt? Ja. Wir müssen uns... Ich mag das böse Wort gar nicht aussprechen, aber wir müssen uns... Verabschieden. 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 So, ja, ich denke, Wiedersehen. Wir haben ja noch einen Tag Zeit. Dann fahren wir morgen nochmal zu der Wohnsiedlung mit dem Fahrrad. Und dann vielleicht schaffe ich es ja auch irgendwann mal aufs Wasser da. Bau doch eine Brücke hin, wenn sie hält. So, das war's von heute für uns. Nee, das war's für uns von heute. Nee. Gott, ey. Ja, es wird Zeit, dass du aufhörst. Wir sind fertig. Schaltet morgen gerne wieder ein. Wir würden uns freuen. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Tschüss. Und tschüss.